Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Sons of the Forest. Ich bin müde. Na klar. Ja, ich habe ein bisschen, ein kleines bisschen weitergemacht tatsächlich, um ein bisschen zu probieren, ob das funktioniert oder nicht. Die Bäume müssen hier natürlich alle weg, das ist ganz klar. Vor allem die Bäume, die auf dieser Seite stehen, müssen alle weg. Machen wir doch mal heute. Das machen wir heute einfach. So. Weil sonst könnt ihr ja einfach drüber springen. Das hilft niemandem. Ob das mit der Tür funktioniert, keine Ahnung. Ich glaube, das werden wir sehen. Ich wollte eigentlich noch gucken, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, ein Schloss zu verbauen. Aber ich befürchte irgendwie, dass das nicht gehen wird. Vielleicht noch nicht. Schauen wir mal. Ja, Kelvin schillt seine Nuggets. Klar. Hat ja auch die ganze Zeit gebuckelt. Der darf sich auch mal ausruhen. Sei es ihm gegönnt. Das war's schon wieder an Baum, ne? Uiuiui. Der ist ein bisschen dicker. Der ist ein bisschen dicker. Also ich bin ja echt mal gespannt, was hier update-mäßig dann auch noch reinkommt. Weil jetzt gerade so zum Bauen ist es, sag ich mal, für den Anfang, glaube ich, ganz geil. Ich habe das Gefühl, dass es bei den ersten Forest-Teil mehr war. Ich kann mich täuschen. Kann mich täuschen, aber weiß ich nicht. Aber gut, okay, wir sind ja noch im Early Access. Deswegen gibt es hier auch überhaupt gar keinen Grund rumzumosern. Genau. So, nächster. Den machen wir auch weg, dann sieht es nicht so doof aus. Baumstümpfe sehen immer traurig aus, machst du nicht. Von der anderen Seite, wäre nicht, dass er dahin fällt. Das wäre blöd. Knick, knack. Und auf den Zaun. So. Ups. Ups. Ja, wir kriegen das hier relativ schnell zu. Ich gucke gerade, ich würde glaube ich in die Richtung gehen. Glaube ich ein bisschen mehr Sinn, um hier irgendwie anzukommen. Dann muss ich noch weiter hier rumgehen, ne? Ja. Jap. So, keine Ahnung, irgendwie Folge 10 gefühlt. Das Einzige, was wir bauen, sind Wälle. Damit uns hier ja keiner wegsnacken kann. Was ja eigentlich auch okay ist. Wir brauchen ja Schutz. Ich meine, wir haben Essen ohne Ende. Wir haben Wasser ohne Ende. Was wir nicht haben, ist Schutz. Was das schon wieder? Nee. Whee! Ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte in der bei The Forest damals tatsächlich relativ viel gebaut und auch relativ groß und auch relativ lange.
Aber es hat bei Weitem nicht so viel Spaß gemacht wie hier. Das ist schon geil hier irgendwie. Und eigentlich habe ich noch gar nichts gebaut. Außer das Haus, was nicht mehr steht. Weil wegen aus Gründen. Stürmt ganz schön, ne? Der Wind ist auf jeden Fall sehr windig. Oh nein, was? Oh nein. Oh, not your Ernst. Ich habe ewig lang nicht gespeichert. Ich werde meine Ausrüstung schnappen und abhauen. Fuck. Und jetzt ganz schnell weg. Ja. Ganz schnell weg. Oh Mann, ey. Und dann erstmal speichern. Und hoffen, dass ich nicht verfolgt werde. Hi Kevin! Hilfe! Hilfe! Schön, dass die Tür jetzt offen steht. Ich bin begeistert. Sie sind durch die Tür gegangen, aber... So, ich speichere erstmal. Hilft ja nichts. Das war knapp. Ich bin müde. Ja, da könnte ich auch eigentlich schlafen, ne? Pass auf, ich speichere als erstes. Weil schon... Ist übrigens immer noch der erste Aufnahmetag. Immer so, by the way. Schlafen. Ah, schön. Essen haben wir, Durst haben wir, also Hunger haben wir, Durst haben wir. So. Und das ist Warten. Na klar. Gehirnstück. Speckstück. Esse ich gerade Mensch? Das scheint mir auf jeden Fall gut zu tun. Kann ich gleich noch eine, ne? Oder mal... Rahmnudeln? Kann man die so essen? Er snackt die so. Jawoll. Okay. Cool. Medizin wäre auch ganz cool, ne? So. Medizin. Wir haben nur einmal Medizin. Die ist nicht viel.
Weidenröschen, Pfeilblatt, Heidelbeeren und Brombeeren. Was hatte ich mit den Uhren? Armbanduhr. Okay. Nee. Wir müssten halt essen, trinken, schlafen, dann heilen wir auch wieder. Okay. War ja auch gerade sehr unvorteilhaft einfach, dass der Baum uns so unsanft ins Gesicht geglitten ist. Okay, der da dran und der da dran. Und hopp. Ja, müssen wir da jetzt eigentlich gleich zukriegen, oder? Die Frage ist, reicht das hier oder reicht das nicht? Ich gehe jetzt ja gerade in diese Richtung. Ja, komm, ich versuch's mal. Es war alles krumm und schief, aber es ist selbst gemacht. Und der muss auch weg hier, ne? Ist ja ganz klar. Der muss auch weg. Vorsicht! Nicht, dass er uns wieder ins Gesicht düngt. Das gibt's doch nicht. Oh, weg, 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 weg. Okay. Okay, 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 okay. Praktisch. Kevin, hier ist gleich dicht. Und dann können wir mal ausprobieren, ob die Leute hier reinkommen oder halt auch nicht. Das alles so klappt, wie ich das mir vorstelle, es bleibt ein Rätsel. Es bleibt einfach ein Rätsel. Die Tierfalle ist auch total super. Das Feuer ist, glaube ich, das brennt immer. Ist ganz schön. Haben wir hier noch Gehölz? Sieht irgendwie nicht danach aus. Ich möchte tatsächlich auch die Bäume hier weg haben. Es sieht mir nämlich fast danach aus, als ob die hier hochklettern und dann kommen die dann nämlich auch hoch. Und dann klettern die hier hoch, ab auf den Felsen springen und dann sind sie wieder bei uns. Das wäre auch unvorteilhaft. Hier geblieben. Hier geblieben.
Da scheint jetzt schon wieder irgendwas nicht zu funktionieren. Ich brech ins Essen. So, einer. Und noch einer. Mich dünkt, als höre ich einen, der im Wasser rumplätschert. Naja. Machst du nichts. Ich hoffe auch, dass die hier nicht drüber springen können oder so. Das wäre auch irgendwie ungeil. So, hier kommen wir noch rum. Wir müssen das auch ein bisschen wegmachen, weil sonst können die sich hier drin verstecken. Im Gebälk. Ich finde auch nicht so geil. Oh, was ist hier passiert? Hier ist gerade Textur verschwunden. Nein, 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 nein. Na ja, gut. Geht auch. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Das nervt mich jetzt aber auch maximal hier. Hi! Sie geht da rum. Klar. Das heißt aber auch, dass sie anscheinend nicht durch die Tür durchkommt. Was gut und schlecht zugleich ist. Weil Kelvin kommt nicht durch. Babsi kommt nicht durch. Aber das heißt, dass der Rest auch nicht durchkommt. Na gut, ich muss hier noch zumachen. Machst du nichts? Bis hier muss ich noch zumachen, damit die hier nicht... Oh, man kann hier hochlaufen, einfach so, ne? Ah! Nun! Fast an der eigenen Spucke gestorben. Okay, man kann hier einfach hochlaufen. Also ich befürchte, dass mein ach so geiler Spot vielleicht doch nicht so gut ist. Na ja, nun. Das hier muss auch alles weg. Ach, hilft ja nichts. Ich komme hier auch nicht. Hier komme ich auch nicht weiter. Ach. Kann doch nicht sein. Na ja, nun. Was? Ist doch schon wieder irgendjemand. Ich höre dich.
Ach, Babsi. Was soll ich mit dir nur machen? So, müsste ich dann bis hier ran? Das müsste dann funktionieren. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Also wenn es funktioniert, wird's geil. Wenn es funktioniert. Wenn nicht... Naja. Dann nicht. So, hier kommt keiner mehr drauf. Der Baum ist auch weit genug weg, oder? Hm. Ja, wir werden das, wir werden es merken. Früher oder später werden wir merken, hat das funktioniert oder nicht. Ist das hier alles Quatsch, was wir hier in mühevollster Kleinstarbeit aufgebaut haben? Ich mag ja die Lichtstimmung total, ne? Wenn die Wolken hier vorbeiziehen und es dunkel wird, die Wolke geht vorbei und es wird wieder hell. Schön. Waren das jetzt nur 4 Baumstämme? Da ist der Rest wieder weggerollt. Kettensäge wäre geil. Eine Kettensäge fühle ich richtig. Gab es im ersten Teil auch. Da konnte man dann noch Benzin finden, Kettensäge und auf geht's. Geht mir hier gerade. Finde ich bestimmt, wenn ich fertig bin mit Bauen. In irgendeiner Höhle. Kommt keiner mehr durch, ne? Naja doch. Ich glaube, einen braucht man noch. Ich möchte das nicht. Kommt keiner mehr durch. Okay. Den hauen wir auch noch weg. Genau. Und die Sonne ist wieder da. Ach, schön. An so einen schönen Herbstmorgen. Traumhaft. Also die Tür hat er auf jeden Fall benutzt. Und jetzt gucken wir mal. Ja, cool, wenn ich hier noch hinbauen könnte. Kann ich aber nicht. Was ziemlich blöd ist, wenn ich ehrlich bin. Aber nur weil ich vorbeikomme, heißt es ja nicht, dass die anderen auch vorbeikommen, oder? Oder doch?
Oder die KI findet einfach noch einen ganz anderen Weg. Ist ja auch möglich. Nicht, dass ich hier drauf springe. Genau. Der hier kommt auch noch weg. Der ist mir hier verdächtig nah dran. Ich bin auch gleich bei denen im Lager, ne? Ich glaube, ich kann es fast von hier sehen. Es ist eigentlich am Ende des Tages auch völlig egal, welchen Spot man auswählt. Die sind überall. Ja, ne, noch aufhalten hier. Oh. So. Der geht nirgends hin. Also wenn alle Stricke reißen sollten, dann müssen wir uns komplett umzäunen, um auf Nummer sicher zu gehen. Weil ich kann mir vorstellen, dass das mit den Viehzeugs noch ein bisschen schlimmer wird. Boah, den habe ich kommen sehen. Eieiei, okay. Und so. Ein bisschen noch. Ein bisschen noch. Ein kleines bisschen noch. Ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere von dem. Naja, von den Kannibalen halt einfach sagt. Ich snack mir die jetzt. Alle, die da sind. Oh, oh nee, ne? Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Irgendwo hinbauen. Hier. So. Oh no. Oh, jetzt. Komm. Es ging doch. Gut, wir wissen, dass ich hier oben bauen kann. Und hier nicht. Du willst mich doch verarschen. Also hier kommt man noch durch. Ja, Bäume haben wir ja noch genug, so ist es nicht. Da ist auch noch einer. Ich bin echt gespannt, ob die beiden hier rein und rauskommen. Na komm. Es geht noch. Aber nicht mehr lange. Ich bin ganz sicher, dass wir hier gleich durch sind. Nee. Oh no. Komm, irgendwie, irgendwas bauen wir hier hin. Los. Nein. Nein. Oder hier oben drauf einfach. So. Random. Und jetzt hier hin.
Das gibt's doch nicht. Komm, ging gerade los irgendwo. Ist manchmal aber auch ein Glücksspiel, ne? Funktioniert, funktioniert nicht. Uff! Aber ich sag's euch, wenn es fertig ist, dann ist geil. Guck mal. Hier kommt keiner mehr durch. Wir haben sogar noch einen Baumstamm übrig. Dann können wir nämlich hier mit Pfeil und Bogen vorbeischießen. Kommt man hier vorbei? Okay, das finde ich auch schwierig. Ich kann hier nicht bauen, ne? Aber eigentlich, da konnte ich aber gerade bauen. Ja nun. Blöde Natur. Also ich find's gut. Das war's dann auch. Es ist einfach nur gut. Ich würde sagen, Kevin, beseitige, mach Pause, bleib hier, baue einen Unterschlupf, ein Feuer oder einen Unterschlupf, bau dir mal einen Unterschlupf, ne? Hier, so, in dem Bereich, genau, ins Feuer, ja? Kevin, deine Plane ist im Feuer. Und jetzt hat er hier ein Problem und kommt da nicht weg. Oh, Kevin. Jetzt würde mich mal interessieren, wo er hingeht. Yeah.